Heute möchte ich Ihnen einen Konzertflügel der tschechischen Marke Petrov 1 vorstellen. Er ist mit 2,84 Meter, wie Sie sehen, einer der längsten Konzertflügel, die es gibt. Und er klingt auch entsprechend mächtig. In London eröffnete Petrov gemeinsam mit Steinway 1928 eine Niederlassung in der Wigmore Street. Das können Sie in Wikipedia nachlesen. Diese Zeit nennt man auch die goldenen Jahre, weil die Instrumente in dieser Produktionsserie besonders gut gebaut waren. Obwohl das Unternehmen 1948 verstaatlicht wurde, dauerte es noch 10 Jahre, bis der Umzug nach Prag vollzogen wurde. Dieser Petrov, den Sie hier sehen und der zum Verkauf angeboten wird, wurde 2 Jahre vor dem Umzug, also 1956, gebaut. Und vor 4 Jahren, also im Jahre 2013, in Tschechien general überholt. Sie sehen das? Neuer Hammerköpfe, alles neu. Neue Saiten, neue Dämpfer, neuer Stimmstock, wie sich das gehört. Auf YouTube können Sie im Übrigen auch die einzelnen Schritte der Generalüberholung fototechnisch verfolgen. Das Besondere, die Hammerstiele und die Mechanik sind aus Carbon, sodass eine große Gleichmäßigkeit auch bei hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Spielgleichmäßigkeit meine ich natürlich. Das sind auch Elfenbeintasten, originale Elfenbeintasten. Man darf ja damit Gott sei Dank nicht mehr handeln. Aber was damals Elfenbein war, das ist eine Ausnahme bei Klavieren. Und die modernen Flügel heutzutage haben ein anderes Material. Der Zustand des Flügels ist quasi neuwertig. Trotzdem wird er hier für nur 29.000 Euro angeboten. Der Neuwert beträgt ca. 90.000 Euro. Wunderschön. Hier ist das Markenzeichen der Firma Antonín Petrov.